Die Wagennummern stehen ja zum Teil drauf. Ja, nicht nur zum Teil, die stehen überall drauf. Oh ja. Und diese vier bedeuten, dass die Wagen wohin müssen? In der Reihenfolge auf das hintere Gleis. Auf das Ladegleis. Genau. Oh ja. Was haben wir denn da? Einmal den 48. Der soll als erstes in dem Gleis stehen. Der soll hier vorne stehen. Also 32, der jetzt hier auf vorletzter Position steht, soll auf letzter. Und ja. 47 soll davor, dann ja. Die 14 und dann die 48. Dann mal los. Hoppala, das war zu den 70. Aha. Was ist das für eine Kupplung? 200 Kupplung. Ah. Wir könnten noch größer. Solche sind aber dann nicht. Aber wir haben 1000 Quadratmeter. Ja. Beim Vorbild wäre da jetzt noch eine Weiche statt der Schiebebühne. Genau. Das hätte dann aber den Nachteil, für mich den Nachteil, dass das Ding nochmal so lang wäre. Wie lang ist es denn jetzt? Jetzt sind's, das sind hier 50 cm und das sind 40 cm. Das sind also insgesamt 90 cm. Kann man notfalls auf dem Fahrradgepäckträger mitnehmen? Kann man oder im Wohnmobil. Dafür ist es auch gebaut. Genauso wie die hier drüben auch. Die sind alle urlaubstauglich. Das heißt, das ist alles Modelleisenbahn, die man auch ohne Probleme im Urlaub mitnehmen kann. Und wohin geht es so im Urlaub? Das ist ganz unterschiedlich, sonst waren wir die letzten Jahre waren wir häufig in Schleswig oben. Nächstes Jahr sind wir in England drüben. Mit Reisepass. Bitte? Mit Reisepass neuerdings. Ja, seit gestern mit Reisepass, seit 1. Oktober. Und da stelle ich dann auch wieder aus in England. Ah ja. In Burden. Und da kann man es dann natürlich mit dem Urlaub verbinden. So, der 32 ist schon mal ganz hinten. Genau, und jetzt brauchen wir den 47. Das ist der mit den Fässern. Genau. Ach, und der 14 steht auch schon richtig. Genau, auch schon, genau. Fehlt nur noch der letzte mit den Fässern. Genau, die 48. Wenn Sie amerikanisch machen auf der Messe, dann so einfach. Mit Autos sind Sie halt weiter. Naja, vielleicht habe ich bis dahin auch eine Familie. Aber das Material ist bereit. Leider sind geschnitten. Müsst nur noch anfangen. Und wieder geschafft. Genau. Die Fahrzeuge sehen auch irgendwie britisch aus, oder irre ich mich da? Das sind englische Bausätze.
Ja. Und die Lok, das sind holländische Loks, die kommen aus dem 3D-Drucker und aha, haben aber englische Fahrwerke unten drunter. Ah. Wobei so Kastendampfloks hat es bei uns auch gegeben. Also das ist, oh ja. Da war eigentlich immer. Das wissen die meisten bloß nicht. Aber so diese Stadteisenbahnen und Dampfstraßenbahnen oder so Überlandstraßenbahnen häufig mit Kastendampfloks gefahren. OEG und Spenderer Stadt. Zum Beispiel sowas, genau. Sogar die Walhalla-Bahn hat die ersten, die bayerische Walhalla-Bahn hat ihre ersten Loks waren Kastendampflok von Kraus. So wie sie heute noch bei der Chiemsee-Bahn fahren. Jo. So, und dann geht's von vorne los. Wunderbar. Eine ganz andere Art, ein bisschen das Hobby, ne? Ja. Die Kohle macht Thema.